Seid ihr bereit für ein blutdürstiges Abenteuer hier bei Total War Warhammer 3 Immortal Empires, und zwar mit den Vampirfürsten, mit Manfred von Karstein. Er hat sich in Kassabar ansässig gemacht, von wo aus er des Nachts durch die Wüste Khemri streift, um die verlorenen Weisheiten der Bücher des Nagash zu finden. Manfred von Karstein, die Drakenhof-Konklave. Den hab nicht ich mir gewünscht, sondern ihr. 170 coole Menschen haben an der Abstimmung teilgenommen. Vielen Dank dafür, und es war ein richtiger Krimi. Fast wäre es Volkmar geworden, aber den werden wir treffen, denn wir starten ähnlich wie Volkmar in den Südlanden. Und hier ist so richtig viel los. Für die erste Partie in Immortal Empires ist das auf jeden Fall eine richtig gute Wahl. Und die Lehre schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Wer so lange nicht warten kann, unten in den Timestamps kommt ihr direkt zum Gameplay. Während Vlad von Karstein derjenige Vampirfürst war, der über die beeindruckendsten körperlichen Fähigkeiten verfügte, galt Manfred von Karstein als der gerissenste Vampirfürst, der je durch das Dunkel der Nacht wandelte. Nach Vlads Tod ließ sich Manfred nicht in die internen Machtkämpfe verstricken, aus denen später Konrad von Karstein als Sieger hervorgehen sollte. Stattdessen reiste er durch die Lande und versuchte sein Wissen um die Kunst der Nekromantie zu vertiefen. Er pilgerte zu den alten Grüften Nehekaras und besuchte das verfluchte Lamia, wo er die Geheimnisse der Priester des Todes von staubtrockenem Papyrus und alten Schriftrollen aus Menschenhaut entzifferte. Manfred studierte auch die uralten Zauber, die auf den Seiten des ersten Buchs der Toten niedergeschrieben worden waren, und schließlich führten ihn seine Reisen bis nach Nagashizar, der finsteren Festung des Nagash. Niemand weiß, auf welchen abscheulichen Handel sich Manfred mit den Bewohnern dieses surrealen Ortes einließ, um das verbotene Wissen zu erlangen, nachdem es ihnen verlangte. Doch als Manfred nach Silvania zurückkehrte, war er mächtiger als je zuvor und übernahm nach Konrads Ende die Herrschaft über die Legionen der Untoten. Manfred war beinahe ebenso geschickt darin, seine wahre Natur zu verbergen, wie Vlad es gewesen war. Wenn er auszog, um Verbündete zu werben, reiste er in Gestalt eines imperialen Edelmannes. Jedem, den er traf, begegnete er höflich, wie es sich für einen Spross einer mächtigen Familie geziemte. Als Manfred sich später auf dem Höhepunkt seiner Macht offenbarte, war sein Erscheinungsbild weit schrecklicher. Sein Gesicht war verzerrt und leichenblass, und magische Energien umspielten sein Haupt. Doch auch seine Macht sollte nicht ausreichen. Letztendlich wurde Manfred besiegt und seine Armee beim Hellfen ausgelöscht. Einige Geschichtenerzähler behaupten, Manfred sei nicht vernichtet worden. Sie sagen, er sei aus Schloss Drakenhof ausgeritten, um gegen die Mächte des Chaos zu kämpfen, als diese das Imperium bedrohten. Sollte Manfred tatsächlich überlebt haben, wird er sicher erneut seine Finger nach dem Thron des Imperiums ausstrecken. Oh ja, das werden wir. Vampirfürsten. Vor langer Zeit stahl Königin Neferata das Geheimnis ewigen Lebens von Nagash. Das von ihr gebraute Elixier war mangelhaft und verleiht Unsterblichkeit zu einem hohen Preis. So wurden die Vampire erschaffen, und seither sind sie eine Plage für alle Lebenden. Jahrtausende später kam die dunkle Figur Vlad von Karstein nach Silvania. Bald hat er den gesamten mittellosen Adel Silvanias in seinen Bann gezogen. Die Blutlinie derer von Karstein war geboren. Alle paar Jahrhunderte reißt ein von Karstein die Macht an sich und greift an der Spitze einer unlebenden Armee aus Zombies, Gespenstern, Nekromanten und anderen unheimlichen Ungetümen die Sterblichen an. Dem Imperium ist es in der Vergangenheit bereits gelungen, ihre Legionen aufzuhalten, doch die Toten ruhten noch nie sanft in Silvania. Und nun steigen sie aus ihren Gräbern, gerufen von der Aristokratie der Nacht, da sie den nächsten Zug gegen die Menschheit planen. Tote erwecken. Neue Einheiten können von den Toten erweckt werden. Berühmte Schlachtfelder verbessern die Qualität und Quantität von verfügbaren Truppen. Vampirische Korruption. Die Verdorbenheit des Untodes kann in feindlichem Gebiet verbreitet werden, was die Kontrolle beeinträchtigt und zu vampirischen Rebellionen führt.
Vielfältige Einheitenliste mit fliegenden Einheiten, Monstern und entbehrlichen untoten Truppen. Genau das steht uns bevor. Hier sind die Kommandanten-Details von Manfred. Wir starten mit Wahrgeists, mit Fluchrittern und Verfluchten. Die drei Einheiten, die besonders herausgestellt werden sollten. Wir beginnen mit einem Blutkuss, wir haben diplomatischen Bonus mit Vampirfraktion und Anhängern des Nagash. Wir haben eine erhöhte Forschungsrate, wir haben Zugang zu einzigartigen Gebäuden und wir suchen nach Wissen um die Nekromantie, und zwar die Bücher des Nagash. Manfred an sich hat 15 Bonus auf Energiereservekapazität der Winde der Magie, hat weniger Unterhalt für Verfluchte und Fluchritter und er hat die Fähigkeit Meister der schwarzen Künste, wir sehen das hier, Zauberkunde plus 25%. Schöne Sache. Schön wird nicht die Einstellung sein, auf der wir spielen, denn wir spielen natürlich auf Legendär. Und die Gefechtsschwierigkeit können wir leider nur auf sehr schwer einstellen. Wir aktivieren die Seestraßen, alle Endphasenszenarien können passieren. Schwierigkeit und Timer lassen wir hier an der Stelle, das lassen wir auch alles. Und es können auch alle Endphasen passieren. Den Berater schalten wir auf Minimal, die Gefechte laufen nach 60 Minuten ab, das ist in Ordnung. Gefechtsrealismus würde ich gerne ausschalten. Aber das geht bekanntlich nicht, wenn wir auf Legendär spielen, das hat sich auch hier nicht geändert. Und es speichert automatisch, wir sind ja quasi im Ironman-Modus, wenn wir hier auf dieser Schwierigkeit spielen. Seid ihr bereit? Oh ja, ich bin es so sehr, ich habe so lange auf diesen Moment gewartet. Manfred von Karstein, wir erobern die Südlanden. Und da sind wir angekommen in Kasabar, hier ist Manfred von Karstein höchstpersönlich. Wow, was für eine epische Reise wird vor uns stehen. Ich freue mich riesig drauf. Was sind so die Besonderheiten bei den Vampirfürsten? Wir schauen uns das einmal an, auch was die Besonderheit an Manfred ist. Hier oben haben wir die Blutkussmechanik. Die können wir uns hier einmal anschauen. Blutküsse können wir verdienen, wenn wir gegnerische Kommandanten in der Schlacht töten, wenn wir sie meucheln, wenn wir Fraktionen unterwerfen und so weiter und so fort. Und mit diesem Blutküssen können wir hier Blutlinien freischalten. Die haben hier alle unterschiedliche Vorteile. Hier zum Beispiel der Militärkommandant gibt Boni auf Militär und der Erzzauberer natürlich Boni auf Forschung und Magie und so weiter und so fort. Das werden wir uns anschauen, wenn es soweit ist. Ich liebäuge ja mit ihm hier. Die Kontrolle ist sicherlich nicht verkehrt und die Zugriffe auf Fernkampfeinheiten sind wirklich mächtig. Also der Puppenspieler ist eigentlich ganz cool, aber das schauen wir uns dann an, wenn es soweit ist. Bei der Technologie gibt es hier 4 verschiedene Pfade, die wir angehen könnten. Und hier geht es so ein bisschen um die Infanterie, hier so ein bisschen um allgemeine Militärsachen. Aber ich glaube, hier haben wir auch, ja, haben wir hier auch Lightheim-Sucher, Gespenster und so weiter und so fort. Und hier haben wir dann die großen Monster, die gebufft werden. Und hier unten rechts ist das Ganze so ein bisschen der zivile Pfad. Und da möchte ich als allererstes hin expandieren. Wachstum finde ich gut. Den Blutkurs finde ich auch gut. Und hier das Einkommen aus Repressionsgebäuden wird uns helfen, wenn wir hier die erste Nebensiedlung haben. Denn Kasabar ist eine Hauptstadt und da finde ich solche Gebäude eigentlich nicht schön. So eine Beingrube, die Wachstum bringt, ja, kann man erstmal drin lassen. Aber die Dreiergebäude, die kommen eigentlich in diese Nebensiedlung rein, weil wir hier natürlich viel bessere Sachen bauen können. Deswegen, ja, das kommt dann in die Nebensiedlung rein, sobald wir dabei sind. Und Bücher des Nagash ist tatsächlich das, was Manfred selbst als Aufgabe hat. Wir müssen hier die verschiedenen Bücher holen. Und das machen wir unter anderem, indem wir hier die verschiedenen Schlüsselgebiete entsprechend einnehmen. Und das wird witzig, weil hier zum Beispiel Karak-8-Gipfel ist ja tatsächlich ein sehr umkämpfter Ort. Und das müssen wir in Besitz nehmen, um hier an dieses Buch zu kommen. Aber diese Bücher bringen auch mächtige Vorteile.
Also hier zum Beispiel viele Vorteile für Helden und das kann wirklich sehr, sehr mächtig werden. Das ist unsere Hauptaufgabe. Wir sehen, wir haben zwei so in den Südlanden, einen in den Badlands. Wir haben hier ein Buch des Nagash. Wenn wir Abishag Blutsammler töten, wir müssen auch hier unten zu den Grenzgrafen, naja eher zu dem Bretonen hin. Uthwan wird ein Ort sein. Hier oben, das könnte... Ist das schon... Ist das noch Uthwan oder ist das schon Naggaroth? Kann ich gerade nicht so richtig erkennen. Und dann sind wir auch einmal hier in Lustria. Also wir müssen eine ganz große Pilgerfahrt vor... haben eine große Pilgerfahrt vor uns und dabei heißen wir noch nicht mal Helmann Gorst. Und das sind so die Startvoraussetzungen, die wir hier haben. Und dann können wir auch so langsam mal loslegen. Was machen wir? Wir nehmen Kevin von Leutstein, der wird bestimmt mal umbenannt werden, in die Armee von Manfred von Karstein. Können wir Tote erwecken? Können wir sogar. Machen wir auch. Wir nehmen hier die Skelettspeerträger mit, die Fledermäuse und meinetwegen auch ein paar Zombies, damit wir eine schön große Armee haben, mit der wir jetzt hier König Itobom angreifen können. Die erste Schlacht spielen wir selbstverständlich noch persönlich, auch wenn das nicht notwendig ist. Aber für das Gefühl ist es einfach viel zu schön. Und hier sind wir angekommen in der Wüste. Wir kanalisieren nochmal die Magie. 10 Winde der Magie ist verbesserungswürdig. Okay, haben uns ein Eigentor damit geschossen, ist in Ordnung. Wir haben hier einen riesigen Hügel vor uns. Den könnten wir zum eigenen Nutzen ausnutzen, aber das ist gar nicht so unbedingt notwendig. Denn hier rechts kommen wir eigentlich auch ganz gut vorbei. Und sollte der Feind hier selber über den Hügel kommen, dann stellen wir uns einfach so auf, dass wir hier diesen Hügelvorteil nehmen. Er kann uns auf jeden Fall mit seinen Einheiten nicht aus der Reserve locken. Wie stellen wir uns auf? Klar, die Zombies kommen irgendwie nach vorne. Und die stellen wir mal so ein bisschen weiter auseinander. Das ist unser Fleischschild. Und die Speerkämpfer kommen dann hier an diese Flanke, falls der Feind wirklich auf die Idee kommt, zu flankieren. Diese Skelettkrieger stellen wir hier hin. Euch dahin. Hier kommt der Held auf die rechte Seite, Manfred kommt auf die linke Seite, damit die Auren entsprechend auch relativ viel abdecken. Und dann kommen wir hier zu den Verfluchten. Das sind die, ja, ich würde schon sagen Elite-Einheiten, die wir momentan schon mitnehmen können. Die kommen hier hin und dann haben wir die Hauptlinie. Die gruppieren wir mit Steuergruppe 1. Dann haben wir Fluchritter, die hier hinter dem Berg kommen und dann flankieren werden. Das sind Steuergruppe 2. Dann haben wir noch Todeswölfe, die werden situativ eingesetzt. Steuergruppe 3, Vampirfledermäuse zur Ablenkung der feindlichen Fernkämpfer. Und dann haben wir noch Wahrgeists. Kann man auch dafür einsetzen, aber die sind relativ wertvoll. Die nehmen wir nochmal extra. Wir starten das Gefecht, ziehen unsere Armee nach vorne und drehen uns schon mal ein. Sicher ist sicher. Und die Fluchritter werden mal noch nichts machen, denn die Todeswölfe gehen mal hier oben hin zum Scouten. Die Fledermäuse können sich auch schon mal in Bewegung setzen. Die Wahrgeists kommen mal hier rechts hin zum Flankieren. Die Fluchritter, doch da können sie sich in Bewegung setzen, das ist kein Problem. Können den Feind maximal in den Rücken angreifen. Und im schlimmsten Fall müssten sie halt einfach einen Rückzug annehmen. Das ist eigentlich ganz schön. Die Wüste sieht schön aus, aber natürlich ein wenig trostlos, so wie so eine Wüste auch aussehen muss. Hier sehen wir einen Ushabti Großbogen. Das ist eigentlich die einzige Gefahr, die wir hier haben. Und natürlich König Itobom als gegnerischer Kommandant. Die Feinde scheinen nicht angreifen zu wollen. Das ist in Ordnung. Wir stellen uns hier erstmal auf, dann greifen wir von der Seite an. Und die Fluchritter können sich dann auch schon mal hier in Stellung bringen, um dann in den Rücken zu fallen. Wir müssen aber ein bisschen auf den Ushabti mit den Großbögen aufpassen. Das heißt, die Todeswölfe gehen auch so ein bisschen in Stellung, um ein wenig ablenken zu können. Und hier sollten wir relativ weit genug sein, um uns hier
in Bewegung zu setzen. Was macht der Feind? Er scheint hier diesen Berg erklimmen zu wollen. Das ist eigentlich Worst Case tatsächlich. Aber vielleicht können wir ihn aufhalten, indem wir hier mit den Fluchrittern ein bisschen Stress machen. Die Todeswölfe können nicht geradeaus reinrennen. Aber wir können die mal hier platzieren. Vielleicht ergibt sich ja eine Möglichkeit, wenn wir von rechts angreifen. Und das ist jetzt auch der Plan. Wir spazieren nach vorne und wir schauen uns natürlich auch mal an, wie wir spazieren. Und zwar mit den Zombies vorne weg. Hier sind sie. Und hier ist er. Manfred von Karstein. Mit den Verfluchten dahinter. Cool. Und hier die Skelette in Gleichmarsch. Wunderschön. Das sieht schon richtig cool aus. Und jetzt überlegt mal, was wir alles erleben werden. Welchen Weg sie auf sich nehmen werden. So cool. Und auch er hier als Nahkampfspezialist mit einer sehr, sehr coolen Rüstung. Und ich liebe diese leuchtenden Augen. Cool. Einfach nur cool. Wir können jetzt hier den Angriffsbefehl geben. Die Ushabtis greifen an. Und wir machen jetzt Druck von allen Seiten. Die Todeswölfe kommen. Die Vampirfledermäuse kommen. Die Wargeists werden sich auch hier in Bewegung setzen. Wir kommen von allen Seiten. Und er kann nicht von allen Seiten hier mit seiner Gruftwache beschützen. Und das wäre eigentlich ganz gut, wenn wir die Gruftwache gut ablenken können. Wir schaffen es auf jeden Fall, dass er sich hier in Bewegung setzt. Dass er nicht still bleibt. Dass er hier in Panik gerät. Und das wollen wir. Nichts anderes haben wir hier vor. Und da gehen jetzt die Vampirfledermäuse in den Nahkampf rein. Und die Fluchritter auch. Und wir gehen hier in den Angriff. Die Wargeists kommen natürlich auch und werden sich hier auf die Ushabti stürzen. Und die Vampirfledermäuse kommen da mal wieder raus, genauso wie die Fluchritter. Die kommt auch nochmal wieder raus. Und hier ist der Angriff in vollem Gang. Wir haben hier mit... Ja, mit Manfred von Karstein haben wir den Seelenraub, können wir gerne anwenden auf König Itobohm, wenn es gleich soweit ist. Das kann man definitiv machen, aber dafür müsst ihr näher rangehen. Aber wenn wir ehrlich sind, die Schlacht ist jetzt nicht wirklich herausfordernd. Die ist schon so gut wie gewonnen. Da brauchen wir uns nicht großartig um Micromanagement kümmern. Vielleicht die Todeswölfe noch rausziehen, damit die nicht sterben. Die zerfallen nämlich gerade. Das ist natürlich ein großes Problem bei den Vampirfürsten. Da kann so eine Einheit mal ganz schnell sterben, weil sie in der Regel zerfallen und eben nicht fliehen. Die Vampirfledermäuse kommen da mal wieder raus. Die Fluchritter kommen wieder rein. Und die Wargeists kümmern sich hier entsprechend um die Ushabtis mit Großbögen. Sehr, sehr schön. Blut verschmiert. Fragt mich nicht, wie das passieren konnte. Denn ich sehe hier keine Einheiten, die großartig Blut versprühen könnten. Aber das ist in Ordnung. Wir sind hier sehr verklumpt. Das ist nicht ideal, aber die Schlacht ist jetzt auch nicht sonderlich anspruchsvoll. Wir können jetzt hier König Itobohm einheizen. Schicken hier mal unsere starken Einheiten rauf. Aber brauchen uns hier auch nicht wirklich zu stark bemühen und hier unsere Wargeist zu sehr den Schaden antun. Denn Manfred von Karstein ist da. Haut mal einen Seelenraub rauf. Und geht in den Nahkampf. Der Seelenraub war in Warhammer 1 damals richtig stark. Viel, viel, viel zu stark. Mittlerweile ist er in Ordnung. Aber nichts, was ich jetzt unbedingt brauche. So, das sieht doch alles ganz gut aus. Die Wargeist kann auch nochmal hier reingehen. Und dann sollte hier König Itobohm besiegt sein. König Itobohm, wie lange hältst du durch?
gegen Manfred von Karstein und Kevin. Wow. Schaut euch das an. Wie cool. Wie cool. Entscheidender Sieg. Das war klar. Das war jetzt wirklich keine Herausforderung, aber die erste Schlacht, das hat doch Tradition, die muss man spielen. Da klickt man nicht auf automatisches Gefecht. Aber, das kann ich schon mal ankündigen, wir werden hier selbstverständlich automatische Gefechte führen. Wir werden hier nicht alles manuell spielen, aber es wird notwendig sein, dass wir einige Sachen manuell spielen, denn die KI ist bei automatischen Gefechten meist nicht wirklich gnädig. Ich hatte auch schon Schlachten, die ich mir nicht zugetraut hätte und die KI mir einen Sieg schenkt, dann nimmt man das natürlich gerne an. Aber in der Regel sind so die ganz knappen Dinger besser, wenn man die selber spielt. Manfred von Karstein hat diese Schlacht gewonnen und hatte ein Level-Up. Das ist die große Frage, denn dann könnten wir direkt einmal in seinen Fähigkeitsbaum reinschauen. Und das sehen wir jetzt. Entscheidender Sieg. Wunderbar. Was nehmen wir hier mit? Wir nehmen natürlich die schwarze Magie, könnte man jetzt für den Anfang mal mitnehmen, würde ich sagen. Und er hat tatsächlich ein Level abbekommen, das ist sehr schön. Dann können wir hier mal reinschauen. Also, der Durst würde ihm schon mal Regeneration geben, das finde ich cool. Was ich aber liebe, was auch auf der legendären Stufe wichtig sein wird, ist hier der Blitzschlag. Da können wir auf der höchsten Stufe, auf Stufe 3, Blitzschlachten führen. Da könnte Manfred gegen zwei Armeen kämpfen, aber durch einen Blitzschlag jeweils nur gegen eine zur Zeit. Das hat große, große Vorteile. Da möchte ich gerne erstmal hinarbeiten, damit wir dann auch Übermächte zerschlagen könnten. Die rastlosen Toten. Ansonsten sehen wir sehr viele Möglichkeiten, gerade auch viele Zauber. Auch hier Malstromzauber hat Manfred natürlich alles drauf. Sehr, sehr schön. Und was wir hier auch sehen, irgendwann kommt der Zombie-Drache. Auch etwas, worauf ich mich sehr, sehr freue. Und hier hat er natürlich auch noch gar nichts. Da werden wir auch noch sehr, sehr spannende Ausrüstungsgegenstände für ihn finden. Wie sieht es mit Kevin aus? Kevin hat auch ein Level abbekommen. Und er wird erstmal in der Armee bleiben, hier bei Manfred. Und deswegen wird er hier unten erstmal keine Sonderfähigkeiten bekommen für die Kampagne, sondern hier in der Schlacht besser werden. Und da kriegt er erstmal Klingmeister, das gibt ihm 5 Nahkampfangriff, also die Wahrscheinlichkeit, Schaden zuzufügen. Und wir könnten hier direkt weitergehen nach Bagar und dann hätten wir die erste Nebensiedlung eingenommen. Da ist eine 7er Garnison drin, ist nicht wirklich stark, ist kein Held drin, sollte sogar automatisch funktionieren. Wir gehen direkt weiter mit Manfred und wir sehen, ja, können wir automatisch machen, gar kein Problem. Bekommen einen Trank der Geschwindigkeit. Ja, ist vielleicht nicht ganz schlecht, wenn man mal schnell weg muss oder eine Verfolgungsjagd hat, ist schon in Ordnung. Und wir besetzen diese Region natürlich. Mit Manfred wollen wir wenig niederreißen. Wir wollen vieles besetzen. Wir wollen unseren Einflussbereich ausbauen. Und hier haben wir sogar unseren ersten Blutkuss bekommen durch den Königsmord. Was ist denn hier los? Eine Mine? Eine Edelsteinmine. Die nehmen wir direkt mit. Weil das richtig viel Einkommen bringt. Und wir werden früh viel Einkommen brauchen. Das nehmen wir als allererstes mit und wir graden hier auch direkt ab, damit wir dann hier nämlich ein weiteres Gebäude bauen können. Jetzt schauen wir mal, was wir hier bauen können. Also wir könnten hier ein Weidenfeld bauen, verfluchte Felder zum Glück. Das wird uns Kontrolle bringen und Einkommen. Es ist nur ein Dreiergebäude, aber es ist ein einzigartiges Gebäude. Das könnte man demnach tatsächlich irgendwie rechtfertigen. Und ein Kontrollgebäude für den Anfang wäre gar nicht so schlecht und wir haben sonst auch nicht so starke Kontrollgebäude. Also das könnte man tatsächlich überlegen. Besser als hier vampirische Korruption. Eine Garnison hätte ich auch gerne früh, aber so früh dann auch noch nicht. Und sonst könnte ich mir hier diese uralte Waffenkammer gut vorstellen, damit wir schnell an die Fluchritter rankommen.
Aber ist auch was, was man noch erstmal abwarten könnte. Und ansonsten hier, klar, den dunklen Hain, aber brauchen wir wirklich gerade Todeswölfe? Ich glaube nicht. Wir bauen mal hier die Weiden. Wir bauen die Weiden mal hin. Und das Gebäude graden wir nicht ab. Wie gesagt, das wird irgendwann abgerissen. Ich mag das nicht, diese Dreiergebäude hier. Das sieht doch soweit ganz gut aus. Wir haben wieder einen Levelanstieg bei Manfred. Und da würde ich die Verstärkungsrate gut finden, klar. Unterhalt, -3%, auch stark. Wir gehen erstmal auf den Unterhalt, damit wir mehr Einkommen haben und hier schon mal so ein bisschen in eine Positivspirale kommen. Vielleicht so ein bisschen in den Zinseszinseffekt, damit wir wirklich gut vorankommen. Das wäre mir wirklich wichtig. Können wir Tote erwecken? Gerade nicht, obwohl wir die Schlachten hier gewonnen haben. Okay. Legendäre Söldnerregimenter können wir natürlich auch rekrutieren, aber das kommt erst mit der Zeit. Hier am Anfang, wie gesagt, durch den Blutkuss und hier entsprechend dann je nach Rang des Kommandanten. Ich glaube, wir haben für die erste Runde alles gemacht und schauen uns höchstens nochmal die Zielvorgaben an. Siegbedingungen. Vorherrschaftskampagnen-Sieg. Ja, werden wir nicht anstreben. Lange Kampagne. Ja, kurze Kampagne. Zerstört die folgenden Fraktionen. Khemri, Kult des Sigma, das werden wir beides hinbekommen. Die schwarze Pyramide des Nagash. Ja, könnte man auch überlegen. Und 30 Siedlungen besetzen oder plündern. Also ich glaube, den kurzen Sieg streben wir erstmal an. Und wir werden uns noch eigene Siegbedingungen zusätzlich überlegen. Und vor allem möchte ich auch einige Bücher des Nagash holen, denn dafür sind wir ja hier. Und sie bringen tolle, tolle Möglichkeiten. Diplomatie schauen wir uns auch nochmal kurz an, bevor wir die Runde weitergehen. Denn wir haben hier einige spannende Akteure in der Nähe. Wir haben hier noch andere Vampirfürsten. Die Bruderschaft der Nekrarch. Stärke Rang 183, also komplett vernachlässigbar. Mit denen könnten wir handeln. Aber die könnten wir auch einfach einnehmen, wenn wir ehrlich sind. Also die brauchen wir eigentlich nicht diplomatisch annektieren. Das ist eigentlich Schwachsinn. Kult des Sigma sollte eigentlich ein schneller Feind werden, damit er nicht zu mächtig wird. Also dem werden wir jetzt auch nichts unterbreiten. Bei den Gruftkönigen könnte man tatsächlich überlegen, ob wir mit den ein oder anderen hier was anstreben wollen. Numas ist eher irrelevant. Die Anhänger des Nagash, Arkan der Schwarze. Arkan ist jemand, den ich mir sehr gut als Verbündeten vorstellen könnte. Und irgendwann als Vasallen. Deswegen gehen wir bei ihm in die Diplomatie rein, sagen, lass uns mal einen militärischen Zugang verhandeln, einen Nicht-Angriffspakt. Das ist beides insoweit gut, dass sich auch die Beziehungen miteinander verbessern mit der Zeit. Und wir gucken mal, was er für Geld haben möchte für ein Handelsabkommen. 481, das lohnt sich, denn nach 10 Runden ungefähr, ja, 12 Runden, 11 Runden, hat sich das hier amortisiert mit dem Handelsabkommen und auf lange Sicht werden wir auch noch mehr Einkommen dadurch generieren. Und wir haben ja dann noch eine bessere Beziehung zueinander. Das übermitteln wir mal und sind hier im Bündnis, naja, mit so einem halben Bündnis mit Arkan, dem Schwarzen. Das ist schon mal gut. Waldelfen, dreckige Waldelfen, nein, nein. Die Ländereien werden wir korrumpieren. Aber kein Handel eingehen und mit den Zwergen sowieso nicht. Eisenstirn, Torek Eisenstirn, geh mir weg mit den ekelhaften Zwergen. Nein, nein. Die Zwerge sind uns fern. Und jetzt haben wir es aber wirklich geschafft. Hier beim wunderschönen Sandsturm und gehen eine Runde weiter. 279 Fraktionen. Ist das nicht episch? Ist das nicht cool? Was für eine tolle Erfahrung, die wir hier machen dürfen. Und man muss darüber hinaus auch sagen, es geht relativ schnell. Ich habe einen Mittelklasse-PC, das ist jetzt nicht High-End und es funktioniert unglaublich schnell.
Wenn wir das mit alten Total War Titeln vergleichen oder auch Warhammer 1 damals, dann ist das wirklich sehr, sehr beeindruckend. Manfred von Karstein hat ein Level Up, wir gehen weiter auf Kinder der Nacht. Bringt uns übrigens auch Charaktererfahrung für Kevin, aber vor allem auch Unterhalt, das ist halt das Wichtige. Kasabar. Die letzte Nebensiedlung wäre hier Antoch und dann hätten wir unsere erste Provinz. Das sollten wir auf jeden Fall anstreben, damit wir hier unsere Korruption auch gut verbreiten können. Wir sehen das nämlich hier. Ne, sehen wir tatsächlich nicht. Aber gegnerische Charaktere, die jetzt hier zum Beispiel stationiert wären, könnten auch die Korruption hindern oder auch Gebäudeketten, die hier gebaut werden. Das wollen wir nicht. Deswegen gehen wir hier weiter. Na, wobei, die sind ja auch untot, die Freunde hier. Und wir sehen hier auch König Kediskaf, ein weiterer Kommandant, der sogar am Rekrutieren ist. Das ist gut, dass wir ihn jetzt einheizen werden. Wir holen uns nochmal Todesvampirfledermäuse, einfach weil wir sie haben, und gehen rein. Ich denke mal, wir können das automatisch berechnen lassen. Ja, können wir auch. Wir verlieren einmal Vampirfledermäuse, das ist vollkommen in Ordnung. Wir berechnen das automatisch. Antoch ist unser. Und wir besetzen das natürlich und haben unsere erste Provinz nur für uns. Wie schön. Und jetzt wird die vampirische Korruption richtig schön steigen. Das gefällt mir. Und das bringt dann natürlich auch mehr Kontrolle. Und in Antoch gibt es tatsächlich schon ein Hügelgrab. Das ist richtig gut. Das hätte ich sowieso hier gebaut. Das ist ein Dreiergebäude. Bringt uns Infanterie. Gute Wahl. Finde ich sehr, sehr gut. Wir können hier die Weide nochmal verbessern. Hat uns 1000 gekostet. Bringt uns aber Einkommen und Kontrolle. Lohnt sich also sehr gut. Und Manfred hat wieder ein Level Up. Und wir gehen weiterhin auf den Unterhalt. Wir wollen hier so früh wie möglich ein gutes Einkommen bekommen. Und Kevin wird auch nochmal stärker, und zwar, ja, soll er Rüstung bekommen, er hat schon einen richtig guten Rüstungswert. Was ihm so ein bisschen fehlt, ist tatsächlich Nahkampfabwehr. Der Wert ist nicht schlecht, aber lieber in Nahkampfabwehr investieren, als in Rüstung investieren, damit er einfach länger die Linien halten kann. Und das war's. Die erste Provinz ist unter unserer Führung und da können wir natürlich jetzt auch einen Erlass erlassen. Schauen wir uns mal an, was es gibt. Es gibt Kontrolle, wäre für den jetzigen Zeitpunkt ganz gut, aber die Kontrolle wird sich ändern, insbesondere durch das Gebäude und durch die Korruption, deswegen brauchen wir es gerade nicht. Wachstum wäre gut und Baukosten senken wäre auch gut, weil wir wollen hier diese Provinz, diese Startprovinz Treibsand weiter ausbauen. Leichen ernten, Einkommen aus allen Gebäuden plus 5% lohnt sich noch nicht. Lohnt sich später, wenn der Aufbau stattgefunden hat. Also zuerst das und dann das. Und rekrutieren brauchen wir nicht. Also wir gehen hier auf den Aufbau. Schrecken verbreiten, Wachstum hoch, Baukosten runter. Das ist sehr, sehr gut. Das sieht sehr, sehr stark aus. Orions Lager. Waldelfen hier direkt nebenan. Das gefällt mir eigentlich nicht. Die könnten wir tatsächlich einnehmen. Aber es ist natürlich kein Ort, wo wir unbedingt leben können. Das könnte man niederreißen. Würde dann aber vielleicht andere anlocken. So Skaven oder so. Will man das? Man könnte das auch besetzen und dann hier einfach, ja, so ein bisschen darauf achten, dass die Kontrolle hochgelagert wird. Wie sieht es denn aus mit Feindschaften? Wir sind natürlich hier mit den Dünenkönigreichen im Krieg. Und die haben hier tatsächlich noch eine Siedlung. Dann werden wir hier erstmal weiter hinziehen, bevor wir uns neuen Feinden widmen. Damit er uns wiederum nicht in die Flanke hauen kann. Und dafür werden wir jetzt mal rekrutieren und da können wir uns ein paar Skelettkrieger holen. Nochmal Speerträger für die Flankensicherung. Nochmal normale Skelettkrieger für die Schlachtreihe. Die sind jetzt nicht sonderlich stark,
Aber man kann sie auf jeden Fall gebrauchen, um so ein bisschen die Linien zu halten. Und ein bisschen können sie auch. Das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Und dann können wir nochmal eine Runde weitergehen, würde ich sagen. Und sieht es nicht schön aus, wie oben alles runterrattert? Hier oben links sehen wir Sudenburg. Da hätten wir fast gestartet. Mit Volkmar dem Grimmigen. Das war 1% Unterschied. Das war wirklich ein Krimi. Zwischenzeitlich lag er weit vorne. Spannend, wie sich das dann noch gedreht hat. Ihr wolltet Manfred, wir spielen Manfred. Und wir spielen ihn so brutal, wie es nur geht. Wir holen uns hier Gruftgule, sehr gut. Und Vampirfledermäuse gehen Richtung der Stoßzahnebene. Wo ist denn hier unsere Landesgrenze? Das kann ich hier gerade relativ schlecht erkennen. Hier ist die Landesgrenze. Ah, okay, hier sehen wir die Grenzen, okay. Dann, das heißt, wir gehen hier hin, damit wir dann noch rekrutieren können. Und auch hier uns verstärken können. Wir haben ja einiges an Verschleiß erlitten. Hier wird auch fleißig rekrutiert. Also ein starker, schneller Angriff wäre eigentlich noch besser. Das heißt, wir gehen in den Gewaltmarsch und gehen hier hin. Er wird nicht ausfallen. Das glaube ich nicht. Das wäre dumm, wenn er das macht. Lieber hier drin kämpfen, das wäre für ihn deutlich besser. Und dann können wir hier Volkmar auch schon ärgern, indem wir hier vampirische Korruption verbreiten. Dann können wir Sudenburg schon schwächen, denn ich würde hier tatsächlich gerne Volkmar relativ schnell rausnehmen. Reicht das schon? Können wir eine Runde weiter? Ich denke schon. Eine Runde weiter. Es geht Schlag auf Schlag voran. So schön. So schön. Was für ein tolles Spiel, oder? Was für ein tolles Spiel. Ich freue mich so sehr, hier alles erobern zu können. Und vor allem auch auf die ganzen Herausforderungen, die noch kommen. Der Anfang von Total War Spielen ist natürlich immer einfach. Auch auf Legendär. Aber das wird noch anziehen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Die Technologie hier ist abgeschlossen. Wir gehen hier direkt weiter. Einkommen aus Repressionsgebäuden. Das dauert 4 Runden. Und wir können hier tatsächlich eine Blutlinie erwecken. Und ich würde hier gerne auf den Puppenspieler gehen. Die von Karstein sind gut aussehend, eingebildet und charismatisch und zudem die wahren Herren der Menschen und Tiere. Oh ja. Erwecken! Sehr, sehr schön. Und wir schauen uns jetzt hier nochmal an. Kasabar. Antoch kann nochmal geupgradet werden für 1800. Und hier können wir direkt angreifen. Schaffen wir das automatisch, ist die Frage. Pyrrhus-Sieg. Was verlieren wir denn? Nur Müll. Nur Mülleinheiten. Das brauchen wir noch nicht spielen. Das ist noch nicht so spannend. Das würden wir locker gewinnen. Automatisches Gefecht. Die spannenden Sachen spielen wir alle noch. Wir bekommen ein Reliquienschwert. Sehr schön. Sehr schön. Wir besetzen das natürlich und werden hier Sudenburg ordentlich einheizen. Und wir sehen hier auch schon den ersten Agenten. Frinlay von Dragan, ein Hexenjäger. Ja, sehr gut im 1 gegen 1 Duellen auf dem Schlachtfeld. Jedenfalls, wenn er hinterrücks aus der Ferne schießen kann. Wir müssen jetzt natürlich uns ausheilen. Das wird ganz, ganz wichtig sein, dass wir uns hier wieder ausheilen können und vor allem auch eine Armee wieder aufstellen können. Wir rekrutieren hier mal alles, was wir rekrutieren können. Am Anfang brauchen wir noch nicht so eine starke Armee. Es reicht erstmal viel Masse zu haben und dann einzelne gute Akteure zu haben, wie die Verfluchten und die Fluchritter und die Wahrgeists natürlich. Hätte zum Beispiel eben die automatische Berechnung gesagt, die Wahrgeists sterben, hätten wir das manuell gespielt, damit das nicht passiert. Manfred von Karstein kann hier nochmal weitergehen. Verschleiß runter wäre gut, aber noch besser wären hier die erhöhten Verstärkungsraten. Das ist ja ein Problem, was uns gerade umtreibt. Und dann sollten wir hier auch schon weiter können und dann bald zur Blitzschlacht gehen. Das ging schneller als erwartet. Kevin geht weiter auf Nahkampfabwehr und hat hier sein Skelettpferd mit Rossharnisch bekommen. Das darf er auch gerne reiten. Wann bekommt Manfred sein erstes Reittier?
Level 8. Sehr schön. Sehr, sehr schön. In der Stoßzahnebene haben wir natürlich vor allem politische Interessen. Hier geht es gar nicht darum, unser Reich aufzubauen, sondern um Sudenburg zu schaden. Wir wollen vampirische Korruption hochtreiben. Das wird wichtig sein. Das heißt, wir werden hier das Gebäude upgraden, so schnell wie es geht. Und dann hier ein Gebäude bauen, welches die vampirische Korruption hochtreibt. Denn Sudenburg an sich können wir jetzt noch nicht angreifen. Da haben wir eine Elver Garnison drin. Hier ist Volkmar höchstpersönlich drin. Hier ist noch ein zweiter General. Also das ist natürlich nicht möglich, jetzt hier so schnell auf einen legendären Kommandanten zu gehen. Aber wir können eben so langsam einheizen. Das ist der Plan. Wir haben hier weiterhin Probleme mit der öffentlichen Ordnung. Das ist aber okay. Die Instabilität hält noch 3 Runden an. Die vampirische Korruption geht hoch. Wir bauen hier weiter aus. Alles halb so schlimm. Gebäudeverbesserung können wir nur hier machen. Das wollen wir aber nicht und gehen eine Runde weiter. 270 Fraktionen noch. Boah, ich würde so gerne Mäuschen spielen, was an anderen Stellen hier auf der Karte noch passiert. Ich sehe hier gerade, wir könnten natürlich auch irgendwann mal so einen richtig hinterhältigen Überfall auf Sudenburg durchführen, wenn Volkmar nicht da ist. Mit den Wargeists können wir nämlich auch ohne Belagerungswaffen direkt angreifen. Und wenn er hier ausfallen würde, um irgendwas einzunehmen, weiß ich nicht. Was will er einnehmen? Die schwarze Pyramide? Eher hier hingehen, würde ich sagen. Dann könnten wir hier auch hinterrücks einfach einfallen. Das wäre auch eine schöne Sache. Also wir behalten das mal im Auge mit Volkmar. Er ist auf jeden Fall jetzt mein erstes Ziel, welches wir sticheln wollen. Aber es geht hier natürlich noch weiter. Tlaqua ist hier. Wen haben wir hier noch? Klar. Die letzten Verteidiger. Unsere Echsenfreunde. Ja. Also viele bekannte Gesichter sind hier zu sehen. Weiter unten ist ja auch zum Beispiel noch Kairos Schicksalsweber, hier ist noch Skarbrand unterwegs. Viele, viele, die man kennt. Und Cetra, hier ist Khemri. Hier wird Cetra sein, ja. Okay, wir haben noch viele Sachen, die wir hier erleben dürfen. Und dafür bauen wir hier weiterhin unsere Wirtschaftsmacht auf und gehen in die verhexte Edelsteingrube rein. Garnison ist nicht bewegt worden, das ist okay. Die soll auch nicht bewegt werden. Und Gebäudeverbesserung wissen wir. Wir beenden die Runde und gehen nochmal eine Runde weiter. Wir sparen jetzt gut Geld an. Das ist sehr, sehr gut. Hier ist alles auf Wachstum eingerichtet. Das heißt, wir können hier in ganz, ganz Bälde die Städte ausbauen. Wir können Produktionsgebäude errichten. Wir können auch Rekrutierungsgebäude errichten. Da werden wir jetzt auf kurz oder lang ein gutes Imperium aufbauen. Und ich sehe gerade auch noch niemanden, der das streitig machen will. Also ein einfacherer Start, als ich mir gedacht hätte, weil wir ja hier so viele Feinde haben. Aber sie sind halt noch nicht im Kriegszustand mit uns. Auch Karakzorn hier natürlich. Mit Eisenstirn. Der muss natürlich auch vernichtet werden. Alleine, weil wir es können. Wir wollen natürlich keine Zwerge in unserer Nähe haben. Angriff der Hexenjäger. Das klingt nach Volkmar. Der heilige Orden des Silberhammers mit seinen verhassten Hexenjägern wurde in unseren Landen gesichtet. Hütet euch vor diesen silberschwingenden Sterblichen, denn sie sind Volkmars Gehilfen. Vampirische Korruption minus 40. Ja, das war Volkmar, ganz, ganz sicher. Aber es ist zum Glück nur die Stoßzahnebene. Da ist alles momentan relativ in Ordnung. Wir sind hier auch ganz gut in der Kontrolle unterwegs, weil wir mit der Armee da sind. Wäre sie nicht da, hätten wir große Probleme. Aber ich hoffe darauf, dass Treibsand so langsam selbstständig wird und das sieht auch ganz gut aus. In Bagar können wir ein weiteres Gebäude bauen. Und da würde sich jetzt hier natürlich das andere Militärgebäude anbieten mit dem Leichenkarren, der uns Regeneration anbietet. Und hier kämen wir auch zu den Gruftschrecken. Das fände ich ganz wichtig.
Deswegen gehen wir hier auf den verdorbenen Grabhügel, damit wir hier schon ein bisschen stärkere Einheiten bekommen, die wir dann so langsam hier austauschen können. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Wir brauchen auch nicht so viele fliegende Einheiten, vor allem die Vampirfledermäuse sind eigentlich nur dafür da, um Fernkämpfer so ein bisschen zu binden. Da brauchen wir gerade nicht so viele. Und Zombies können wir sowieso jederzeit rausschmeißen, wenn wir bessere Möglichkeiten haben. Jetzt sehen wir aber auch, dass hier ordentlich aufgerüstet wird und Volkmann nicht auf die Idee kommt, hier uns in Ruhe zu lassen. Deswegen würde ich gerne trotzdem weiterziehen und mich mit jemandem anlegen wollen. Und da finde ich diesen Wald hier ganz spannend. Wollen wir uns da mal hinbewegen und mal schauen, was es dort zu holen gibt. Also auf kurz oder lang müssen wir wieder zurück zur Stoßzahnebene, alleine wegen der öffentlichen Ordnung. Aber so einen Blick hier rüber werfen, das sollte doch jetzt schon drin sein. Gebäudeverbesserung. Ja, wissen wir alles, ist für uns uninteressant. Wir gehen eine Runde weiter. Und nur noch 266 Fraktionen im Spiel. Wie cool. Volkmann der Grimmige. Der will was von uns. Stärke Rang 71 uns weit überlegen. Liegt natürlich an unserer Armeekomposition. Er möchte... er möchte ein Geschenk haben. Nein. Natürlich lehnen wir das ab. Es droht ein Krieg. Und er greift an. Das könnten wir führen, um ihm einen großen Schaden oder den größtmöglichen Schaden zuzuführen. Aber wenn wir uns hier diese Armee anschauen, wir werden kein bisschen Schaden zuführen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wenn wir nur einmal eine Runde hier rausgehen, das Volk mal sofort um die Ecke kommt. Automatisches Gefecht, hiermit hätten wir nichts angerichtet. Okay, Volkmar, mögen die Spiele beginnen. War natürlich auch provokativ von mir, hier das anzugreifen. Aber jetzt haben wir hier unseren Feind mit Volkmar. Und diesen Feind werden wir jetzt auch angehen. Und nicht mehr hier mein Waldelfen-Fiasko. Ja, man nenne es die Übermut des Waldelf-Schlachtens. Ein Fehler von Manfred, den er nicht so schnell wiederholen wird. Überflutung in Bagar. Manslieb auf seiner Umlaufbahn zerrt am Wasser. Die Flut steigt und bringt nasse Zerstörung mit sich. Überflutung. Diese Siedlung erholt sich von einer Überflutung. Bewegungsreichweite minus 50%, Kontrolle minus 5. Einkommen aus allen Gebäuden minus 50%. Das ist okay, weil es ja nur temporär ist. Hier werden wir weiter hier rein investieren. Und Manfred von Karstein wird doch jetzt mal so langsam wieder zurückwandern, würde ich mal behaupten. Also ich stelle mich der Herausforderung, wenn Volkmar der Meinung ist, er würde sich gegen diese Armee auflehnen wollen. Ja, dann wird das knapp. Dann wird es schon knapp. Wir schauen mal an, ob wir hier Tote erwecken können. Ja, wir können Tote erwecken. Skelettkrieger zweimal und Todeswölfe einmal. Das können wir mit zweimal Zombies und einmal Vampirfledermäusen auf jeden Fall schon mal aufbessern. Ja, wir wollen die drei auflösen. Holen uns diese drei hier. Sind schon mal deutlich besser jetzt aufgestellt. Und wir könnten natürlich rekrutieren. Gruftghule würden sich anbieten. Gruftghule sind nicht so schlecht. Sind schlecht gegen Panzerung. Sind schlecht, wenn sie selber abgeschossen werden. Aber haben Giftschaden. Und auch der Angriffsbonus ist nicht zu unterschätzen. Wenn wir das Ganze mal vergleichen. Nahkampfangriff ist schon deutlich besser. Ist schon deutlich besser als hier die Skelette. Noch die Nahkampfabwehr ist nicht so schlecht. Also hier Gruftghule. Für die Zombies, würde ich sagen. Jedenfalls für den Anfang. Zweimal Gruftghule. Dann sind jetzt die Skelettkrieger unser Meat Shield. Ja, was machen wir, wenn er uns angreift? Wir schauen uns dann die Lage nochmal an. Aber kommt er ran? Ist ganz knapp. Ist ganz knapp. Wahrscheinlich kommt er gar nicht an uns ran. Puh.
Jetzt so schnell schon den ersten großen Feind, aber ich habe es ja auch ein bisschen drauf angelegt. Wir gehen hier weiter und holen uns Leichenkarren und Gruftschrecken. Apropos Leichenkarren, könnten wir uns nicht einen Leichenkarren noch dazu holen? Das fände ich spannender. Ja, können wir. Leichenkarren brauchen wir. Klar brauchen wir den. Viele werden jetzt wahrscheinlich auch schimpfen, dass ich hier mit Manfred nicht auf die Magie gehe, weil er natürlich auch selber starke Magien hat und das auch tatsächlich den Unterschied ausmachen kann in Schlachten. Aber da gehen wir als zweites rauf. Also wir gehen jetzt zuerst auf die Blitzschlag, auf den Blitzschlag und danach gehen wir darauf. Man könnte auch überlegen, ob wir sogar noch eine zweite Armee aufstellen, die dann ein bisschen schwächer ist, wo dann die Skelette reinkommen. Dann brauchen wir hier diese Skelette auch nicht mehr auflösen, sondern können die einfach rübergeben. Das wäre auch eine Möglichkeit. Dann hätten wir zwei Armeen, mit denen wir hier eine Übermacht erzeugen könnten. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Komm, wir machen das. Kommandanten rekrutieren. Steinbeck von Karstein, ja, durch die Blutlinien können wir ihn rekrutieren. Wollen wir das, ist die Frage. Er ist sehr, sehr teuer. 250 im Unterhalt. Wenn wir jetzt hier einen normalen Vampirfürst nehmen würden, auch genau dasselbe. Ja, dann lohnt es sich doch. Auch ein Magier. Nehmen wir ihn doch mit. Nehmen wir doch Steinberg von Karstein mit. Ja, das machen wir. Und du erwächst Tote. Ist ja ganz klar. Du kriegst einfach nur eine Armee, um hier das Ganze auszufüllen. Hätten wir vorher dran denken können, dann hätten wir hier die Sachen nicht auflösen können, ihm geben können. Das können wir aber zukünftig machen. Und vom Fleck bewegen kannst du dich nicht mehr. Und wir sind auch hier im Einkommen immer noch richtig gut unterwegs. Also das ist alles gar kein Problem. Wir beenden die Runde. Nochmal einmal weiter. 258 Fraktionen nur noch am Leben. Wir haben gesehen, Volkmar ist deutlich stärker. Liegt auch daran, dass er noch eine zweite Armee hier in Sudenburg hat. Die ist kleiner, die ist schwächer, aber macht natürlich viel aus. Da steigt man dann gerne mal 50 Plätze, vor allem wenn wir uns irgendwie in der Mitte bewegen. Da sollten wir uns nicht von einschüchtern lassen. Hier haben wir noch Vzoran. Vzoran möchte wahrscheinlich nicht Angriffspakt und zahlt uns dafür. Ist mir aber gerade nicht wichtig genug, ehrlich gesagt. Und 200 kann er sich erstmal gekonnt in sein Grab stecken. Der Feind in unserer Mitte. Einer unserer Spione, der zwischen den Höfen der Sterblichen hin und her reist, scheint von seiner zugewiesenen Aufgabe abgekommen zu sein. Er ist eine noch atmende Kreatur, sehnt sich jedoch nach dem roten Kuss. Vielleicht sollte man ihn mit einem Besuch an seinem Meister erinnern. Zuckerbrot. Weniger Kosten für Heldenaktionen brauchen wir nicht. Oder Peitsche. Erfolgschance der Heldenaktionen brauchen wir alles nicht. Jetzt gehen wir so ein bisschen Roleplay-technisch ran. Verleiht ihm den Hauch von Unsterblichkeit. Oder brecht ihm das Genick. Es tut mir leid. Wir spielen Manfred von Karstein und nicht Siegwald. So, wir küssen nicht, wir brechen. So sieht es aus. Wir sehen hier oben Volkmar den Grimmigen in gefährlicher Nähe zu Bagar. Könnte sein, dass er tatsächlich vorhat, Bagar anzugreifen und er würde es tatsächlich auch schaffen. Wir würden es aber auch genauso schaffen, hier die Stoßzahnebene einzunehmen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, aber wir müssen Bagar natürlich verteidigen, ist ja klar. Das heißt, wir laufen hier hin, er käme hier auch nirgendwo anders hin. Das heißt, Bagar haben wir jetzt unter unserer Verteidigung und Steinberg von Karstein wird hier mit hinrennen. Und dann sollten wir insgesamt mit der Garnison auch zusätzlich noch überlegen sein. In Angriffsreichweite sind wir leider nicht. Kannst du hier noch Tote erwecken? Ja, wir nehmen alles mit. Mit Steinberg von Karstein. Das ist wie gesagt die Gammelarmee, die wir hier haben. Und wir können hier auch noch weitere Einheiten rekrutieren. Leichenkarren sollten wir aber auch hier mit haben in der Gammelarmee. Deshalb, weil es einfach die Einheiten
regenerieren lässt und sie somit auch länger leben und so weiter. Dann holen wir noch einen Skelettkrieger dazu. Die Technologie ist erforscht worden und wir könnten hier auf Blut ist Macht gehen. Einkommen von Städten plus 25%, sehr mächtig. Oder vampirische Korruption. Wir gehen erstmal auf die vampirische Korruption, weil das auch nur 4 Runden dauert. 7 Runden ist mir ein bisschen zu lange. Und dann schauen wir danach weiter, wie es weitergeht. Also erstmal vampirische Korruption, das werden wir brauchen. Vor allem, weil es hier gerade runtergeht durch Volkmar. Es ist natürlich denkbar schlecht, dass man so jemand Heiliges hier hat. Volkmar der Grimmige. Hier auf seinem heiligen Feldzug. Könnte man fast schon Kreuzzug zu sagen, nicht wahr? In Antoch, was bauen wir da? In Antoch könnten tatsächlich eine Garnison bauen. Und ich fände es gar nicht verkehrt, wenn wir das tun. Das ist natürlich so ein bisschen Duckmäusertum. Ja, das ist schon richtig, aber wir werden es brauchen. Früher oder später wollen wir uns auch hier aus der Provinz wegbewegen und dann brauchen wir so eine Mindestverteidigung, das wird sowieso nicht reichen, aber wenn wir dann noch einen Kommandanten aufstellen, dass wir uns dann trotzdem noch hier in der Heimat verteidigen können, auch wenn Manfred von Karstein auf großer Wanderschaft ist. Das sieht soweit ganz gut aus. Wir können noch mal eine Runde weitergehen. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. 254 Fraktionen noch. 255 Fraktionen. Ich finde das immer so spannend, das zu beobachten, wie sich das hier verhält, wie sich das entwickelt. Aber es wird nicht lange dauern, dann haben wir nur noch unter 200 Fraktionen. Gerade am Anfang werden so die kleineren Fraktionen, gerade von den legendären Lords, wie hier auch Volkmar der Grimmige, sehr schnell und sehr gnadenlos ausgelöscht. Der jetzt hier Richtung Antoch spaziert, das gefällt mir natürlich nicht. Vor allem, weil wir hier nicht mehr so gut zurückkommen. Das hat er gut gemacht. Warum kommen wir hier nicht mehr zurück? Weil er hier die Straße blockiert. Wenn wir hier hinrennen, hierhin, sind wir dann in Reichweite, um der Garnison zu helfen? Das weiß niemand so genau, würde ich behaupten. Also ich weiß es nicht. Reicht es aus? Eigentlich müssten wir so eine Anzeige bekommen. Das bedeutet eigentlich, dass es nicht ausreicht. Wir müssen trotzdem dieses dumme Katze-Maus-Spiel jetzt mitgehen. Und keine andere Möglichkeit. Wir müssen mitgehen. Ein Gewaltmarsch natürlich immer ärgerlich, weil wir dann sehr, sehr starke Mali bekommen, wenn es zu einem Kampf käme. Also wir sehen das hier. Im Kampf sind wir müde. Und wir können uns nicht mehr zurückziehen. Aber wir sollten uns hier ja unterstützen können. Das sollte ja nicht deaktiviert sein, wenn wir im Gewaltmarsch sind. Nee, ich sehe das nicht hier. Und ich könnte mich auch nicht daran erinnern, dass es so ist. Ansonsten wäre das Spiel an dieser Stelle schneller vorbei, als es mir lieb wäre. Es könnte sein, dass er hier Antoch angreift. Wenn er das tun sollte, wird er aber so geschwächt sein, dass wir ihn vielleicht überwältigen könnten. Deswegen werden wir das einfach mal in Kauf nehmen. Wir gehen natürlich eine Runde weiter. Mit so einem Cliffhanger lasse ich euch hier nicht alleine. Das machen wir noch. Das nehmen wir noch mit. Allgemein, wie lange werden die Folgen so sein? Jetzt, die Auftaktfolge ist natürlich ein bisschen länger. Aber im Großen und Ganzen werden wir, ja, Folgen machen so zwischen 30 und 50 Minuten. Je nachdem, wie die Schlachten das auch hergeben. Es wird eine knappe Niederlage vorhergesagt. Das liegt daran, dass Manfred von Karstein nicht hilft. Das ist denkbar schlecht. Die Armee ist halt super schlecht, die wir hier haben. Die ist halt super schlecht. Viel ausrichten können wir mit der nicht. Wir werden das verlieren.
Aber ich möchte ihm so stark schaden, wie es nur möglich ist. Und deswegen gehen wir hier in dieses Gefecht rein. Die Winde der Magie stehen gut. Wir starten die Aufstellung, wobei ist das so clever. Ich würde es gerne nochmal kanalisieren mit der Hoffnung, dass es runtergeht. Denn wir haben einen stärkeren Zauberwirker auf der anderen Seite, potenziell. Wir starten mit der Aufstellung. So, wir müssen uns jetzt ganz stark überlegen, wie wir das angehen. Wir müssen auf jeden Fall strategisch rangehen und uns überlegen, wie können wir dem Feind am ehesten schaden. Es geht nicht darum, hier zu gewinnen, sondern den höchstmöglichen Schaden anzurichten. Wir haben hier Armbrustschützen, Flagellanten. Wir haben Miliz, ja, also viele Fernkämpfer. Wir haben hier Mörser. Wenn wir die Mörser vielleicht rauskriegen würden, würden wir schon viel gewinnen. Also Operation Mörser. Da würden sich hier die Vampirfledermäuse anbieten und die Todeswölfe, die hier flankieren würden. Und es würden sich anbieten Türme, wie zum Beispiel dieser Pfeilturm. Ja. Könnte man überlegen. Magieturm. Natürlich ein bisschen schöner. Aber wir wollen mal mit zwei Pfeiltürmen reinstarten. Die im besten Fall auch den Mörser erreichen können. Ja. Und dann werden wir mit den Zombies hier einfach ein bisschen dicht machen, um alles ein bisschen herauszuzögern. Und dahinter natürlich die Speerkämpfer, denn die haben hohe Abwehrwerte, damit die Türme nämlich entsprechend lange schießen können und der Feind hier entsprechend lange braucht, um reinzukommen. Ich weiß natürlich, dass wir nicht nur von dieser Seite hier angegriffen werden, sondern auch von der anderen Seite, und das ist die stärkere Seite. Hier ist Volkmar höchstpersönlich. Aber wir wissen ja bereits, dass wir nicht gewinnen können. Und wir wollen auch nicht hier gegen die stärkere Seite kämpfen, sondern gegen die schwächere Seite, weil wir hier am ehesten noch was ausrichten können, um den Feind zu schaden. Das ist der Hintergrund. Wir starten das Gefecht. Hier unsere Flankiereinheit geht hier rum. Und die Türme schießen einfach mal auf den Mörser rauf. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Und wie effektiv das ist, müssen wir auch noch schauen. Und hier sind nicht nur Fernkämpfer, das heißt, die kommen in den Nahkampf. Das heißt, wir können ein bisschen abwarten. Wir haben ja auch noch eine gegnerische oder noch eine verbündete Einheit, die da kommt. Die würde ich gerne komplett zurückschicken auf die Flucht, damit wir dann gemeinsam mit Manfred eine Übermacht haben, mit der wir dann auch gewinnen werden. Hier geben wir mal den Angriffsbefehl auf den Mörser und werden hier auch entsprechend in den Angriff gehen. Warum machen wir das? Damit die hier gebunden sind und nicht umdrehen, während der Mörser hier angegriffen wird. Denn mit unserer Armee können wir nicht wirklich viel hier ausrichten. Also das ist hier alles nicht prädestiniert dafür, dass wir wirklich einen Unterschied machen. Aber wir sind natürlich hier prädestiniert dafür, dass wir den Mörser zumindest schon mal umbringen können. Und das wäre viel wert. Das wäre sehr viel wert. Wir müssen hier nochmal Türme nehmen, die relativ lange standhalten werden. Weil hier natürlich Volkmar von der anderen Seite langsam alles einnehmen wird. Wenn wir hier dann einen Turm nehmen, dann kann der nicht so lange schießen. Deswegen nehmen wir hier den an der Seite. Und fertig. Wunderbar. Und schauen nochmal hier hin. Der Mörser ist zerstört worden. Das ist gut. Vielleicht können wir hier die Armbrustschützen noch mitnehmen. Das wäre doch cool. Also hier können wir die richtig gut aufhalten. Das funktioniert sehr gut. Armbrustschützen werden hier auch von den Türmen angegriffen. Wie effektiv das ist, weiß ich wie gesagt nicht, aber wir schauen einfach mal.
Und das sieht doch eigentlich soweit ganz in Ordnung aus. Also wir können dem Feind auf jeden Fall Schaden zufügen. Die Vampirfledermäuse gehen hier nochmal ein weiter. Und du hast, glaube ich, nichts dabei, was wirklich von Interesse wäre, oder? Nee, nee. Ich kann euch nicht die Flucht befehlen. Wahrscheinlich, weil ihr im Gewaltmarsch wart. Kann das sein? Kann sein. Ja, dann... Dann gehen wir natürlich... Gehen wir natürlich rein, ist ja klar. Dann geht mal hier rein. Nehmt das hier mal wieder ein. So, wir gehen zurück. Ja, die Armbrustschützen sind noch nicht ganz tot. Das sollten wir vielleicht nochmal angehen. Also wir können hier tatsächlich ein bisschen was mitnehmen vom Feind. Also Manfred könnte tatsächlich dann die Armee komplett besiegen. Noch einer da. Das sollten wir hinkriegen. Die Freischärler-Miliz wird einmal schießen können. Und dann kommen die Todeswölfe rein und können sie im besten Fall tatsächlich auseinandernehmen. Oh, das war ein guter Ansturm. Das war ein richtig guter Ansturm. Hier vielleicht auch nochmal ein bisschen Unterstützung von den Türmen. Ja, die Todeswölfe wanken ein wenig. Zieht euch mal ein bisschen zurück. Und dann vielleicht nochmal rein. Ihr habt ja einen guten Angriffsbonus. Ja, jetzt haben wir nochmal eine Salve abbekommen. Das ist natürlich denkbar schlecht. Aber den Angriffsbonus... Ja, der war ein bisschen lächerlich. Aber hier halten wir uns ganz gut. Hier halten wir uns wirklich ganz gut. Und konnten hier die Fernkämpfer zumindest ein wenig außer Fassung bringen. Diese Armee muss jetzt relativ schnell diesen Punkt hier einnehmen, weil sonst haben wir verloren. Das wäre sehr wichtig, dass ihr hier relativ schnell hingeht. Du kannst Regeneration, du kannst die Geschwindigkeit geben, das machst du mal. Weil dieser Punkt muss schnell eingenommen werden, sonst haben wir verloren. Das ist wichtig. Was ist hier passiert? Gebäude wurde zerstört, alles klar. Ja, das könnte jetzt ein Wettlauf sein gegen die Zeit. Ah, das ist natürlich ärgerlich, wenn das jetzt deshalb nicht klappt. Zweitrangiger Versorgungsposten. Wir können leider auch nicht so richtig über die Map rüber hovern, weil wir auf Legendär spielen und somit quasi nur im Sichtbereich agieren können. Ja, ich glaube, das wird ganz knapp nicht reichen. So, ihr da hinten, ihr geht natürlich hier weiterhin rauf. Werdet aber von Rittern des Imperiums flankiert. Das ist natürlich ganz, ganz bitter. Und wir sind jetzt hier drauf. Reicht der Kommandant zum Einnehmen? Ja, es reicht. Vielleicht können wir tatsächlich die Schlacht noch ein wenig herauszögern. Das wäre gut. Das wäre sehr, sehr gut. Also wir nehmen hier die Zombies. Und die machen hier mal richtig schön dicht. Hinten haben wir auch noch Zombies, aber hier ist alles verloren eigentlich. Aber wir haben hier vielleicht die Speerträger noch, die wir mitnehmen können. Also wie gesagt, je mehr wir hier mitnehmen können, desto leichter hat es Manfred. Das ist gut. Dann haben wir hier noch Skelettkrieger. Haben wir, ja. Ihr kommt mal hier links und rechts hin. Und wir können hier auch Türme bauen. Und zwar hier einen Magieturm. Den bauen wir auch. Sehr gut. Wir haben uns nochmal ein bisschen zurückgekämpft. Hier könnten wir noch einen Turm bauen. Wir müssen einfach Volkmar so große Schwierigkeiten bereiten, wie es nur möglich ist. Wenn wir witzig sind, schicken wir sogar noch einen Zombie-Trupp hierhin. Vielleicht teilt sich seine Armee dann noch auf. Können wir einfach mal machen. Man nennt diese Strategie die taktischen Zombies. Sehr, sehr schön. Also wir richten mehr Schaden an, als ich gedacht hätte.
Eine Einheit wurde ausgelöscht. Die Map ist übrigens schön. Also schön designt. Die Pyramiden und so weiter. Ist ja jetzt nichts, was neu ist, aber kann man auf jeden Fall nochmal wertschätzen, finde ich. Das ist schon cool. Das ist schon cool. Und auch er hier hat keine Nase, wenn ihr versteht. Können wir hier noch einen weiteren Turm bauen? Ja, gleich haben wir 500 wieder. Können tatsächlich noch einen Turm bauen. Wir spulen mal ein bisschen vor, weil gerade ist nicht so viel los. Euer Gebäude wird angegriffen, das ist vollkommen in Ordnung. Und jetzt kommen hier die Feinde. Das Gute ist, wir haben einen Leichenkarren hier. Der Leichenkarren hat eine magische Aura, der regeneriert, das ist richtig gut. Wir können hier Nahkampfangriff geben, wir können hier auch regenerieren lassen. Also so ganz abgeschrieben sind wir noch nicht. Wir können bestimmt noch die eine oder andere Einheit hier rausnehmen. Vor allem, wenn wir hier sehen, dass die Freischärler nur noch 38 Mann haben. Ein bisschen können wir noch anrichten. Wir werden alles probieren. So, kommt doch näher, ihr Lieben. Ja, von hier will auch gar keiner kommen, habe ich das Gefühl. Dann würde ich mal sagen... Zombies. Angriff. Dann können hier auch die Skelettkrieger reingehen. Denn es sieht gerade nicht danach aus, dass wir flankiert werden. Ja, die Ritter des Imperiums könnten es vielleicht wollen. Aber das kriegen wir schon hin. Wollen wir hier die Zombies buffen? Wir buffen die mal. Und dann kommen die von der Seite. Ja, das sieht gut aus. Und rein da. Von Karstein. Geh höchstpersönlich rein, bitte. Wir ziehen hier den Leichenkarren auch ein bisschen weiter nach vorne. Ja. Sieht alles ganz gut aus. Hier, der taktische Zombie-Trupp hat es auch geschafft. Interessiert Volkmar auch gar nicht. Hier sehen wir ihn. Er wäre es fast geworden. Ich hätte auch richtig Bock auf ihn gehabt. Das wäre auch richtig cool geworden. Mit Volkmar. Mit ihm hier die Lande zu reinigen. Aber man kann nicht alles haben. Man kann nur immer ein Spaß zur gleichen Zeit ausüben. Und Manfred von Karstein wird ein riesiger Spaß. So. Wie sieht es hier aus? Ganz gut, würde ich sagen. Buffen wir noch ein paar Zombies. Haben wir noch ein bisschen Regeneration rein, vielleicht auf ihn selbst. Ich glaube, das ergibt am meisten Sinn. Und wir können hier noch ein bisschen Schaden anrichten. Gerade auch durch die Türme noch. Können sogar noch einen weiteren Turm bauen. Machen wir direkt. Je mehr Schaden wir anrichten können, desto besser. Der taktische Zombie-Trupp wurde bemerkt. Dadurch sammeln wir natürlich auch Supply an. Damit es auch schneller wird. Die Musketenschützen wollen sich um sie kümmern. Dann gehen wir doch in den Angriff, bevor wir uns beschießen lassen. Hier kommen auch noch Helebardiere. Vielleicht wollen die gar nicht angreifen, doch, doch. So können wir die Einheiten auch weiter splitten. Das ist auch nur von Vorteil für uns. Und wir können hier... nochmal ein bisschen heilen. Vielleicht die Skelettkrieger am ehesten. Vielleicht können wir die auch buffen. Wo sind die denn? Das ist natürlich alles sehr geklumpt hier. Aber wir buffen die auch mal. Komm. Die haben ja eine kleine Frontlinie. Das ist natürlich immer so ein bisschen das Problem am Geklumpe. Man hat gute Fähigkeiten mit den Heilungen, aber... man hat keine richtig schöne Frontlinie. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass die uns hier nicht die Übermacht wegnehmen. Mit diesen Helebardieren. Deswegen holen wir uns die auf jeden Fall mal mit Skelettträgern und Zombies. So soll es ja nicht sein. Ja, so ein paar sollen hier abgezogen werden. So, von Karstein.
Unterstützt die mal ein bisschen, die Skelettkrieger hier. Dann können sie gleich noch ein bisschen Nahkampfangriff bekommen. Aber die zerfallen schon super schnell. Elbadire mit einer hohen Führerschaft. Großes Problem hier. Die Skelettkrieger mit ihrer sehr geringen Führerschaft. Vielleicht wird es noch mal ein bisschen höher, wenn sie hier gebufft werden. Wenn sie noch unterstützt werden. Von ein paar Zombies, von ein paar Skelettkriegern. Diese Hillebardiere kriegen wir auch noch klein. Haben wir hier noch irgendwo einen Platz für einen Turm? Haben wir tatsächlich nicht. Hier hinten hätten wir noch Platz für einen Turm, aber hier ist Volkmar der Grimmige. Ich finde es gut, dass er hier hinten ist und nicht bei uns. Das spielt uns wirklich gut in die Karten hier alles. Natürlich Dummheit von der KI ein bisschen, aber ich will mich gar nicht beschweren. Wir gehen hier nochmal ins Upgrade rein. Kämpfen hier weiter. Anrufung von Nihek. Auf uns selber. Sind ja auch gut dabei, Ritter des Imperiums. Wir können dem Feind richtig gut schaden. Der Leichenkarren macht hier, glaube ich, einen richtig guten Job. Und hier kommen wir so ein bisschen auch drumherum. Das ist ganz gut. Und wir verstärken hier auch nochmal die Skelettkrieger. Es ist nicht machbar, diese Schlacht zu gewinnen. Aber wir können es so schwer wie möglich machen, sodass Manfred einfaches Spiel hat. Und das wird er haben, denn es läuft deutlich besser als gedacht. Deutlich besser. Weil die KI tatsächlich macht, was ich mir eigentlich wünsche. Was man sich eigentlich nur wünschen kann. Es hat sehr gut geklappt, hier die Armee zu splitten. Volkmar der Grimmige ist nicht hier, obwohl er hier gebraucht werden würde. Aus mehreren Gründen würde er hier gebraucht werden. Einerseits, um die eigenen Einheiten zu buffen, um die Führerschaft hochzuhalten, aber natürlich auch, um unsere Führerschaft runterzudrücken. Es läuft gut. Und wir können hier buffen ohne Ende. Mit Steinberg von Karstein. Nahkampfangriff für diese Skelettkrieger, die hier mitten in der Schlacht sind, mitten in der Frontreihe. Das sieht alles nicht schlecht aus. Es sieht alles nicht schlecht aus. Also dieser Blob wird richtig leiden. Vor allem solange Volkmar nicht da ist. Volkmar macht sich jetzt aber auf den Weg. Er kommt jetzt so langsam. Wenn Volkmar hier reinkommt, dann leiden wir. Dann haben wir nicht mehr viel zu lachen. Das ist schon mal klar. Aber wir konnten so stark hier die gegnerischen Reihen ausdünnen. Das ist wirklich stark. Und diese Skelettkrieger hier, die halten so gut durch. Wir halten so verdammt gut durch. Schwertkämpfer, Hillebardiere. Zwischenzeitlich habe ich hier auch Ritter des Imperiums gesehen. Wir halten verdammt gut durch. Leichenkarren hat sich schon bezahlt gemacht. Nochmal im Nahkampfangriff. Nochmal auf die Skelette. Das wird ihnen auch Führerschaftsboni wiedergeben, weil sie nicht mehr so stark am Verlieren sind. Deswegen, obwohl hier dieser Fähigkeit keine Führerschaftsboni gibt, gibt es das natürlich indirekt dadurch, dass die Einheit dann nicht mehr klar am Verlieren ist. Und jetzt geht es so langsam mit den Hillebardieren bergab. Aber Volkmar der Grimmige kommt. Also wenn Volkmar der Grimmige hier einschlägt, dann ist eigentlich alles vorbei. Ich werde auch nicht den Fokus auf ihn lenken, weil er für Manfred nicht das größte Problem ist, sondern die Armee wird das große Problem sein. Deswegen werden wir hier weiterhin die Armee schön dezimieren. Und das ist halt so schön mit anzusehen, dass hier auch dieser Magieturm so eine gute Leistung erbringt und hier die ganzen Einheiten ein nach den anderen zurückschlägt. Wie schön. Aber er ist da, Volkmar, und er geht auf den Leichenkarren genau richtig. Aber wir können hier zumindest noch ein paar Einheiten flankieren. Das wird wichtig sein. Wir greifen jetzt doch mal Volkmar an. Wann an dieser Stelle das am sinnvollsten ist, aber
Wirklich viel bringen wird das nicht, aber die paar Hitpunkte, die wir ihm abziehen können, die werden wir nicht vermissen. Das ist das Mindeste, ja. Macht super viel Schaden. Das ist halt extrem stark. Ist halt ein legendärer Lord, das darf man nicht vergessen. Und auch nicht irgendein legendärer Lord, sondern ein sehr, sehr starker. Volkmar der Grimmige. Nahkampfangriff war eben über 80 gebufft. 62, magischer Angriff, Flammenattacken. Nahkampfabwehr 50, Waffenstärke 286. Angriffsbonus nicht ganz so groß. Aber er hat ja auch noch kein Reittier. Das wird ja auch noch kommen. Aber ich hoffe, dass wir ihn besiegen können, bevor er auf seinem Kriegsschrein sitzt. Das wäre mir wirklich ein großes Anliegen. Volkmar der Grimmige. Du magst diese Schlacht gewonnen haben, aber der Krieg hat Punkte in meine Richtung bekommen. Das sei dir gesagt, Volkmar. Das sei dir gesagt. Und er hat auch ein bisschen Schaden bekommen. Also wir haben ihn jetzt auf jeden Fall ein bisschen runterziehen können. Er kriegt jetzt wieder Leben dazu. Okay, ist in Ordnung. Großer Hammer des Sigma. Gibt den 24 mehr Nahkampfangriff. Der macht uns halt alleine fertig im Alleingang. Das war klar, dass er das kann und dass er das macht. Aber wir haben hier wirklich eine beeindruckende Leistung hinterlassen. Manfred von Karstein wird diese Früchte ernten können. Und wie er sie ernten kann. Das wird cool. Das wird cool. Ich freue mich drauf. Manfred von Karstein, mach dich bereit. Der nächste Blutkuss wird kein irgendeiner sein. Der nächste Blutkuss wird sein durch den Tod von Volkmar. Und schaut euch das mal an, wie viel wir hier getötet haben. Auch hier 18, 46, 9 Tote, 70 Tote mit den Todeswölfen. Das war natürlich stark, dass wir hier die Armbrustschützen rausnehmen konnten. Die Vampirfledermäuse auch mit 30 Kills, sehr, sehr stark. Das haben wir wirklich gut gemacht. 938 Verluste, das ist wirklich immens. Was hier nicht aufgelistet sind, sind natürlich die Tode durch die Türme. Deswegen, wenn wir das hier zusammenrechnen, kommen wir niemals auf die 938. Daran sehen wir auch nochmal, wie stark man in so einer Verteidigungsposition ist, wenn man sich defensiv hinstellt und die Türme machen lässt, dann hat man sehr, sehr viele Möglichkeiten. Flagge landen, kämpfen bis zum Tod, deswegen haben die sich auch komplett in den Tod gestürzt. Über 200 Mann getötet, auch hier die Ritter des Imperiums mit 193 stark dabei. Die Hilbardiere, die wir am Ende so stark gebufft oder gebufft gegen sie vorgegangen sind, 183 Kills. Das ist schon stark. Aber schaut euch das an. Volkmar ist gebrochen. Volkmar ist gebrochen. Was will der machen? Der kann doch gar nicht abhauen. Wo ist er? Ich sehe ihn gerade nicht. Das hier ist nur ein Agent. Aber der kann ja nicht abhauen. Der kann ja nicht angreifen und jetzt noch einen Marathon rennen. Bitte, lass uns hinterherkommen. Steinberg von Karstein verwundet, das ist klar. Er hat hier tatsächlich auch nur ausgeraubt. Interessant. Der Wedeschlag. Viele Konflikte werden schon von der Stärke des ersten Ansturms entschieden. Männer werden schon vor Beginn des brutalen Nahkampfes zur Flucht vom Schlachtfeld getrieben, oft nur in Stücken. Ein zur rechten Zeit ausgeführter Ansturm zerschmettert feindliche Moral und Körper gleichermaßen. Der Sieger mag in Schweiß und Blut gebadet dastehen, aber das sind nun mal die Farben des Siegers. Wer an der Spitze des Angriffs schreitet, sehnt sich nach noch mehr Nervenkitzel im Blutvergießen. Die Schlachten werden größer, immer mehr Leichen übersehen das Schlachtfeld, bald fließt das Blut in reißenden Strömen. 20 Angriffsbonus für alle Fraktionen aller alle Armeen der Fraktion. Stark. Hier hinten ist er. Volkmar der Grimmige. Und er hat eine Verstärkungsarmee dabei. Aber den sollten wir doch kriegen. Volkmar der Grimmige. In Marschstellung. Entscheidender Sieg. Das spielen wir aber. Das spielen wir. Jetzt werden wir unsere Rache bekommen. Der Sieg über Volkmar, das
was jetzt die ganze Folge schon über uns schwebt. Diese große Zwist, die Zwietracht. Volkmar gegen Manfred. Und wer gewinnt? Natürlich Manfred von Karstein. Und nach diesem Sieg können wir uns über Sudenburg stürzen. Denn was soll uns noch passieren? Der Feind ist besiegt. Aufstellung starten. Wir bekommen noch die Garnisonsarmee als Unterstützung. Die kommt von da. Wir müssen uns aber beeilen, weil der Feind von hinten Unterstützung bekommt. Und je schneller wir Volkmar down haben, desto schneller ist er dahin. Wir stellen eine breite Schlachtreihe auf an Skelettkriegern. Dahinter kommen Gruftgule an die Flanken. Und die Skelettspeerträger kommen auch an die Flanken, aber mehr mittiger. Die Gruftgule kommen so an die Flanken, damit sie beim Ansturm an der Seite vorbei können und dann auch wirklich in den Angriffsbonus gehen können. Oder vielleicht sogar flankieren können. Und die Fluchritter werden auch ihren Teil beitragen. Die Todeswölfe stellen wir mal mit hin, dass ich nicht so viel Micromanagement muss. Wir können ja nicht auf Pause machen oder so. Der Leichenkarren wird wichtig sein, der kommt in die Mitte. Manfred kommt in die Mitte und du gehst mit zu den Reitern, denn du hast ja selber dein Ross mittlerweile. Schauen wir uns einmal an. Hier ist es. Kevin. Wunderschön. Die Fluchritter sehen auch so cool aus. Und dann ist das hier unsere berittene Staffel. Das ist Steuergruppe 3. Manfred, du kommst ja gerne dahin, aber der Leichenkarren kommt dann weiter dahin. Das hier ist Steuergruppe 1. Das ist die Hauptarmee. Und achso, wir haben hier noch Verfluchte. Klar, die müssen auch noch rein. Die kommen hier hinter, kann man kritisieren, weil sie dann natürlich in den Rücken der Skelettkrieger arbeiten, aber die sollen jetzt sowieso nicht so stark penetriert werden bei dem einfachen Kampf. Und hier haben wir noch die Flugstaffel. Machen wir auch in eine Gruppe für Micromanagement. Wäre natürlich besser, wenn man das einzeln machen würde. Und wir gehen hier vor, wir gehen hier vor und wir gehen auch mit der Flugstaffel vor. Wir wollen Volkmar so richtig unter Druck setzen. Und wie schön sieht das aus. Schaut euch das an. Wie die Armee voranschreitet. Die Skelettkrieger im Gleichmarsch. Manfred von Karstein dahinter. Verfluchte. Und was ist das? Ist das etwa ein Leichenkarren? Oh, gruselig. Sehr cool. Und hier hinten noch die Gruftgule. Die haben wir uns noch gar nicht angeschaut. Kennen die meisten von euch wahrscheinlich, aber auch wunderschön anzusehen. Hier ist unsere Reiterstaffel. Die kommt hier richtig schön zur Seite. Ihr kommt auch zur Seite. Wir müssen jetzt richtig unter Druck setzen. Jetzt kommt nämlich die Verstärkungsarmee. Und es wäre sehr, sehr wichtig, dass wir ihn jetzt schon mal binden können. Damit die sich nicht nämlich in Position bringen können. Das ist halt das Wichtige. Die dürfen sich nicht in Position bringen. Die Reiterei kümmert sich hierum. Die kümmern sich darum, ja, so schnell wie möglich. Volkmar haut ab. Und er hat jetzt sein Reittier. Sein erstes Reittier. Ja, noch relativ unspannend. Aber hier geht es natürlich schon mal richtig zur Sache. Und das Blut, es fließt. Wunderschön. Müssen ein bisschen aufpassen, weil es sehr wertvolle Einheiten sind, die hier sind. Die weniger wertvollen Einheiten kommen jetzt, aber wir haben jetzt hier schon mal sehr gut Schaden angerichtet. Das war wichtig, das war gut und es war richtig. Und die Einheiten, die jetzt hier dazu kommen, die schicken wir einfach mal so rein. Ihr seid Steuergruppe 4. Kommt einfach dazu. Und holt euch euren Spaß. Also Steuergruppe 4, sagen wir einfach mal blind hier raufschicken. Einfach hier hin. So, Volkmar der Grimmige hat richtig Lust auf einen Kampf. Den können wir ihm geben.
Denn diese Elite-Einheiten, die wir hier haben, also Kevin vor allem und die Fluchritter, die können richtig viel Schaden anrichten und da kann auch ein Volkmann nicht viel machen tatsächlich. Und vor allem können wir uns jetzt auch relativ schnell lösen aus der ganzen Situation, wenn jetzt die anderen Einheiten dazu kommen und haben nichts verloren dadurch. Also das war eher blöd von Volkmann, dass er diesen Kampf überhaupt eingegangen ist. Die Wahrgeists, die sind mir ein bisschen zu sehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Die ziehen wir mal ganz raus. Die sind mir sehr wichtig, dass die da bleiben. Sind jetzt große Armeen, viel Micromanagement, da können viele Fehler unterlaufen. Deswegen bin ich hier mal lieber, gehe ich hier auch mal lieber auf Nummer sicher. Wir gehen mal hier in den Rücken mit den Todeswölfen. Und mit den Fledermäusen machen wir es genauso. Und hier wird Volkmar vollkommen auseinandergenommen. Er ist blutüberströmt und es muss sein eigenes Blut sein. Und wir sehen es auch schon. Er wird von allen Seiten angegriffen und er wird gleich gemeuchelt. Er hat doch keine Chance. Der arme Tropf. Manfred von Karstein, wo bist du? Hier. Du kannst mal einen Seelenraub machen hier auf Bruno Essing. Und hier ist er auch tot. Es tut mir natürlich sehr, sehr leid und sehr in der Seele weh, wenn ich hier sehe, dass Fluchritter im Kampf gebunden sind. Das war jetzt gegen den legendären Lord mal okay. Aber ihr kommt mal hier außen rum. Das gefällt mir nämlich sonst gar nicht. Und hier kann der Held auch mal mit auf Bruno Essing gehen. Und ihr könnt hier auch mit reingehen. Und ihr könnt hier auch mit reingehen. Und die Fledermäuse können hier auch mit reingehen. Und zwar hier auf diese Fernkämpfer. Und dann sieht das alles auch schon richtig gut aus. Dann haben wir das hier gewonnen. Und haben wir noch eine Geschwindigkeitsfiole. Können wir gerne anwenden. Hier nochmal ein Seelenraub. Sehr schön. Jetzt können wir uns das Ganze auch anschauen. Natürlich verfolgen wir noch, solange wir können. Das ist immer ganz wichtig. Damit wir auch noch die letzten Feinde mitnehmen können, damit wir auch noch Schaden anrichten können. Weil wir werden wieder auf diese Armee treffen irgendwann. Und dann wäre es ganz gut, wenn sie ein wenig mehr dezimiert wurde. Aber das haben wir wirklich dominiert. Schaut euch das an. Schaut euch diese Übermacht an Untoten an. Die Skelette. Wie sie selbstgerecht im Gleichschritt umhermarschieren. Gefecht beenden. Entscheidender Sieg. Das war stark. Das war richtig stark. Volkmar der Grimmige ist gestorben. Und Bruno Essing hat auch viel verloren. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich Richtung Sudenburg marschieren und den richtig großen Schaden anrichten. Das ist richtig schön. Was haben wir hier unten eigentlich? Ein tilianischen Skavenjäger, El Gatto del San Stefinato. Kenne ich nicht, den guten Mann, aber er ist sicherlich von der Lore her ein wichtiger Mensch. Ein einzelner Skaven ist ein Schwächling und ein Feigling. Die Parole lautet hier, teilen und herrschen. Sind sie allein oder zu zweit, hat euer Schwert leichtes Spiel mit ihnen, aber in großer Zahl bedrängen sie euch von allen Seiten. Sie schleichen in den dunklen Tunneln umher, fallen sogar von oben herab oder kriechen aus der Erde empor. Dabei greifen sie völlig furchtlos an, bereit, das eigene Leben zu opfern. Ja, das Imperium war leichtsinnig, es war naiv. Rattenmenschen? Ist doch eine Sage, dachte man sich einst, aber nein. Wir nehmen hier die Armeeverstärkung, denn wir haben vieles und Großes vor hier mit Sudenburg. Und Manfred von Karstein bekommt Grimmfluch, weil er Volkmar den Grimmigen besiegt hat. Nahkampfangriff +3, Nahkampfabwehr +3. Für die ganze Armee, übrigens nicht nur für sich, für die ganze Armee, das ist so stark. Jeglicher Edelmut der alten Welt ist wertlos angesichts überlegener militärischer Macht. Ja, ich bin stolz auf uns. Und die andere Armee ist tatsächlich auch gestorben. Habe ich gar nicht dran gedacht. Das lag daran, dass die auch im Gewaltmarsch waren. Dann können die natürlich nicht fliehen. Wir gehen auf unsterblicher Schrecken. Wundenheilzeit -1. Verluste, Verstärkungsrate geht nochmal hoch. Heilungsgrenze in der Schlacht +50%. Alles wichtige Sachen für
Manfred. Und jetzt gehen wir hier auf den Blitzschlag. Noch zweimal müssen wir hier rein investieren. Dann geht es Richtung Magie mit Manfred. Und Kevin von Leutstein bekommt, also er hat jetzt gut, gute Abwehrwerte bekommen. Jetzt geht er Richtung Angriffswerte. Manfred von Karstein. Wir nutzen die Situation aus und gehen Richtung Sudenburg. Können wir irgendwas erheben, was uns wichtig in der Schlacht sein könnte? Nein. Können wir nicht. Hier ist ein Agent von Volkmar. Das ist okay. Antoch müssen wir reparieren. Das ist auch okay. Wir haben ein gutes Einkommen. Kriegen wir alles hin. Hat hier leider eine Stufe verloren, aber alles halb so schlimm. Wir haben durch diese Schlacht von Antoch haben wir Volkmar so geschädigt, dass Manfred ihn jetzt umbringen konnte. Und dann können wir uns nämlich jetzt auch Richtung Sudenburg bewegen. Und da gehen wir mal einen Gewaltmarsch, damit er hier nämlich keine große Armee aufstehen kann. Okay. Gehen wir eine Runde weiter. Das machen wir noch. Ich wollte nicht so lange aufnehmen, ist klar. Aber ist es für euch eine Möglichkeit, bei Immortal Empires aufzuhören? Es geht doch immer noch eine Runde, oder? Ja. Deswegen, so geht es auch mir. Und deswegen müssen wir jetzt weitermachen. Hier, dieser Agent, der hat ganz, ganz fiese Dinge vor. Der will hier entweder meucheln oder unsere Armee stören oder sie verlangsamen. Irgendwas will er hier. Euch wurde eine Aufgabe erteilt, mächtiger Fürst. Ein großes Abenteuer wartet. Doch seid auf der Hut. Die Belohnung mag groß sein, doch so auch die Gefahr. Der Berater ist da und er sagt, rekrutiert die folgende Art von Einheit Streitwagen. Nagash interessiert sich nie für Kriegsmaschinen und das war ein Fehler. Beschafft euch Todesmaschinen, auf das uns ihre tödlichen Mechanismen zum Sieg verhelfen mögen. Ja, den Buff finde ich jetzt nicht so super spannend, aber warum ist denn die Aufgabe hier hinten? Ah, jetzt sehe ich's. Manfred von Karstein, Schwert der unheiligen Macht. Der Fürst entdeckt in den uralten, zerfledderten Seiten eines scheuerlichen Werkes, das in seinen Besitz übergegangen war, eine Anleitung zur magischen Bindung. Die Kanalisierung schwarzer Magie in uralte physische Artefakte. Wird eine große Menge an spiritueller Essenz freigelegt, kann diese mit Hilfe von magischer Energie kanalisiert und in einem Gegenstand gebunden werden. Manfred weiß von einem solchen Ort, einem arkanen Fokus aus Knochen, tief in den Düsterlanden, wo die Grünhäute ihre lächerlichen schamanistischen Riten durchführen. Selbst jetzt versammeln sie sich in großer Zahl an der Knochensäule. Dort sind ihre Schamanen mit einem ihrer primitiven Rituale für ihre Götter Gorg und Morg beschäftigt. Seid ihr für Gorg oder seid ihr für Morg? Manfred lässt nachdenklich die Hand über sein Schwert gleiten. Dann befiehlt er seinen Fluchfürsten, die Armee bereit zu machen. Wir bekommen eine ganze Menge schwarze Magie, also unser Einkommen. Verluste, Verstärkungsrate, alles klar. Aber Schwert der unheiligen Macht, das ist stark. Blutkuss plus 2 ist stark. Schwert der unheiligen Macht stärkt die Winde der Magie passiv. Es gibt uns mehr Beute nach der Schlacht. Mehr vampirische Korruption, Rekrutierungskosten senken sich, Nahkampfangriff plus 6, magische Angriffe und die passive Fähigkeit Schwert der Unheiligen Macht. Mehr Waffen, also es ist halt unfassbar stark. Wir haben es hier mit Orks zu tun, viele Goblins, Kamikaze-Katapulte, Nachtgoblin, Bogenschützen, alles nicht so schlimm, aber hier relativ viele Helden, das ist schlimm. Und die Verstärkungsarmee wird nicht angezeigt. Die ist meistens ein bisschen heftiger als das, was wir hier sehen. Können wir uns hin teleportieren, wenn wir nicht im Gewaltmarsch sind? Werden wir auch tun. Aber erst nachdem wir den Kult des Sigma zerstört haben. Ich will wissen, ob hier was passiert ist. Ich denke nicht, oder? Okay. Wir gehen Richtung Sudenburg. Vielleicht können wir sogar so rangehen, dass wir nochmal in die Lagerstellung gehen können. Aber ich weiß nicht, ob es dann reicht. Was müsste eigentlich reichen dann? Wenn wir jetzt hier... Oder plündern. Warum nicht plündern?
Finde ich auch gut. Plündernde Vampire? Klingt ja schon fast wie die Vampirküste. Antoch wird wieder geupgradet. Damit wir da wieder auf dem gleichen Stand sind. Große Probleme hier mit der Kontrolle. Aber das ziehen wir durch. Wir müssen das durchziehen. Also diese Möglichkeit ergibt sich nicht noch einmal. Wir können jetzt so schnell den Kult des Sigma auslöschen. Das machen wir. Das machen wir noch. Manfred von Karstein wird in Folge 1 Volkmar den Grimmigen besiegen. Und seine ganze Brut. Und ihr wolltet, dass ich diesen Schwächling spiele? Naja, einige von euch. Nein, Quatsch. Ich wollte es ja auch. Also, er war einer meiner Favoriten, sonst hätte ich ihn nicht überhaupt zur Auswahl gegeben. Ich hätte auf alle davon eine richtig große Lust gehabt. Ein Fremder kommt. Ein vermummter Fremder aus dem finsteren Albion. Der Nebelinsel. Bringt eine Bitte vor. Klingt nach Belakor. Also, der vermummte Fremde klingt nicht nach Belakor, aber von Belakor entsandt. Er wirkt gefährlich, doch er versichert euch, dass er friedliche Absichten hegt. Wir bekommen 3000 Einkommen und bekommen Chaos-Korruption. Oder wir lehnen es ab und bekommen mehr vampirische Korruption. Wir lehnen das ab, aus rollenspieltechnischen Gründen und weil wir nicht angewiesen sind darauf. Bei aller Liebe. Und noch mehr vampirische Korruption durch die Technologie. Rang des Helden finde ich momentan nicht so spannend. Erhaltene Verbundenheitspunkte auch nicht. Wir haben keine Verbündeten gerade. Einkommen von Städten ist gut, Wachstum ist auch gut. Oder wollen wir langsam Richtung Militär gehen? Aber hier wären wir schon bei Blutritter-Updates und die könnte ich mir gut vorstellen, dass wir die danach machen. Ja, Einkommen aus Städten und Wachstum machen wir nochmal und dann gehen wir woanders hin. Und Blutritter-Update können wir dann jederzeit machen, sobald wir Blutritter haben. Blutritter, sehr starke Kavallerie. Müsste eine Schockkavallerie sein. Können wir das hier nachschauen? Bedeutet eine Kavallerie, auf die man deutlich besser aufpassen muss, mehr Micromanagement anwenden muss. Hier sind sie Blutritter, ja, Schockkavallerie. Sind stark gegen große Einheiten, was super stark ist. Aber die sollte man nicht zu lange unbeaufsichtigt lassen. Das wäre schwierig. Manfred von Karstein. Sudenberg soll dir gehören. Pyrrhus-Sieg. Wir können nicht direkt angreifen, wir haben noch Wargeist dabei. Habe ich das echt mit dem Wargul verwechselt? Ich hätte gedacht, dass wir direkt angreifen können. Ich dachte, es ist ähnlich wie beim Wargulf. Ja, dann holen wir uns doch mal einen Belagerungsturm. Das ist ja hier keine Armee. Belagerung fortsetzen. Okay. Müssen wir noch eine Runde warten. Aber hat auch Vorteile. Dann geht das Ganze hier noch länger. Gebäudeverbesserung verfügbar, haben wir gesehen, ist Schwachsinn. In der Stoßzahnebene könnte sich natürlich jetzt noch was erheben, aber das wird nicht passieren. Also wir sind relativ auf der sicheren Seite, was das angeht. Ich würde den Pyrrhus-Sieg sogar nehmen, wenn es jetzt nicht lächerlich ist, was uns die KI da ausspucken will. Zum Beispiel die Wargeists nehmen. Die möchte ich behalten. Oder auch die Fluchritter sind sehr wichtig und die Verfluchte sind auch wichtig. Der ganze andere Müll kann ja auch jederzeit schnell rekrutiert werden. Was ist das denn hier schon wieder? Die Großherden kommen. Stamm der blutigen Axt. Sie kommen aus den Wäldern. Jene gehörnten Bestien, die als ekelhafte Parodie der Menschen in aufrechtem Gang marschieren. Das sind die Behuften, die Kinder des Chaos, die nach uns jagen, um unsere Zivilisation in die Knie zu zwingen. Die Kriegsherden migrieren und zerstören alles in ihrem Pfad. Verteidigt euch! Vor der Rage der Tiermenschen. Okay, wir sind jetzt schon im Krieg gegen die. Das ist schlecht für unseren Rachefeldzug. Viele Ungor-Einheiten zum Glück nur, aber auch Minotauren. Die sind für uns zum jetzigen Zeitpunkt schwierig zu töten. Wir haben eigentlich nichts gegen die. Aber nur ein Großschamane als Kommandant, den könnte man gut snipen.
Im besten Fall können wir aber jetzt auch Sudenburg einnehmen. Pyrrhus Sieg. Sehe ich das richtig? Uns wird nichts geklaut. Niemand stirbt. Warum machen wir das? Das ist doch kein Pyrrhus Sieg. Das ist maximal ein knapper Sieg. Schaut euch das mal an. Manfred von Karstein mit 138 Mann getötet. Energiespruchrolle bekommt er. Und wir besetzen das. Wir bekommen ein arkanes Artefakt. Schön, schön, schön. Das gefällt mir. Also die Spruchrolle war das arkanische Artefakt. Und hier sehen wir, dass der Kult des Sigma schon wieder aufrüstet. Und da jetzt hier diese Großherde mit Ruidgu dazukommt, ist das nicht mal eben so schnell gemacht. Auf den müssen wir aufpassen, vor allem weil der jetzt hier reinrennen könnte. Wir haben auch hier Kontrollprobleme in Sudenburg wahrscheinlich auch. Nee, das geht wegen der militärischen Präsenz. Also da müssen wir wirklich aufpassen. Und deshalb machen wir hier an dieser Stelle Schluss. Wir haben Volkmar den Grimmigen getötet, wir haben seine Hauptstadt besetzt. Es ist nur noch die Stoßzahnebene da, die er uns einst abgenommen hat. Er selbst führt aber hier nicht die Armee an. Boris Hart, Level 1 Kommandant, absolut unfähig. Der ist leicht zu töten. Das kriegen wir hin. Und das machen wir alles in der nächsten Folge, aber wir geben ihm mal hier diese Fähigkeit, weil die ziemlich stark ist, mit 50% Waffengrundschaden. Aber wir beenden noch die Runde, zumindest, damit das Ganze speichert und wir synchronisiert dann reinstarten können. Wir werden unsere Hauptstadt natürlich upgraden. Das ist das Wichtigste, weil die am wenigsten fallen darf. Darf schon fallen, aber wäre am blödesten. Und dann können wir hier auch das weitere Kontrollgebäude bauen, was uns Einkontrolle mehr gibt. Das ist viel wert in der jetzigen Zeit. Und die Korruption gibt uns ja auch Kontrollboni. Das sieht alles ganz gut aus. Ich glaube, wir können eine Runde weitergehen. Und wenn diese Runde hier abgelaufen ist und jetzt nicht noch irgendwas absolut Abgefahrenes passiert, zum Beispiel Ruidgu greift uns an, dann sehen wir uns auch schon in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich jetzt schon mal sehr, sehr, sehr fürs Zuschauen, dass ihr so lange dran geblieben seid. Das ist ja wirklich eine lange, lange Folge gewesen. Und Turek Eisenstirn erklärt uns den Sieg, den Krieg. Ich habe mir jetzt eine Beleidigung verkniffen. Aber so ein kurzbeiniger Goldhacker, Ich sag's, wie es ist. So ein dreckiger Minenarbeiter glaubt doch nicht ernsthaft, dass er den Bezwinger von Volkmar den Grimmigen auch nur im Ansatz besiegen kann. Was wollt ihr? Wollt ihr auch noch Krieg? Ihr kriegt ihn, ihr kriegt alles, was ihr wollt. Ja, tatsächlich, Bogenschützen von Orion. Das kann bitter werden. Das kann richtig, richtig bitter werden. Wir haben Turek Eisenstirn als Feind. Ich habe gerade große Töne gespuckt, aber der ist richtig stark, viel stärker als wir. Zwerge allgemein zum jetzigen Zeitpunkt keine Fraktion, gegen die ich kämpfen will, später einfach. Und Waldelfen mit ihren sehr flexiblen Fernkämpfern für uns eigentlich auch momentan zum jetzigen Zeitpunkt nicht so richtig gut. Aber wir kriegen das hin. Der Prinz des Nichts, etwas Bösartiges wagt es, euch herauszufordern. Aus dem grauen Gebirge kam eine Nachricht, die euch rät, euch fernzuhalten und euch an eurer verwahrlostes Silvania zu halten oder euch dem großen Zauberer zu stellen. Vorbereitung, Kosten für Tote erwecken minus 15% oder mehr Führerschaft. Wir nehmen die Führerschaft. Es soll zu Asche werden. Steinberg von Karstein ist zur Rekrutierung bereit und wir brauchen einen zweiten General, wenn nicht sogar einen dritten. In Kassabar und in Antoch. Das kriegen wir alles hin. Ich bin guter Dinge. Wie gesagt, vielen Dank, dass du bis hierhin durchgehalten hast. Rechts verlinke ich euch die Playlist. Das Ganze wird jetzt natürlich weitergehen. Das seht ihr rechts und links seht ihr aktuelle News zu Warhammer 3.